Grüezi, Servus und Hallo. Hier sind wir wieder. Oder? Heute habe ich endlich mein Päckchen geholt. Und da war dieses unscheinbare kleine Plastiktütchen drin. Und man guckt, wo es herkommt. Riff Raff Diesel Performance. Für mich ist da drin gewesen ein Rebuild Kit von Riff Raff für die Fuel Bowl. Der Grund ist ganz einfach. Der Fleck hier ist Diesel. Ja, da sind wir auch schon wieder. Truck steht immer noch in der Garage. Wie ist denn der Ton? Ich habe mir jetzt mal in Anbetracht dessen, dass ich ja für euch wieder ein bisschen aktiver werden will und dieses riesige Shotgun-Mikrofon, das eigentlich einen Top-Sound gemacht hat, leider nicht mehr mit der neuen GoPro kompatibel war, weil der Mic-Adapter einfach nicht mehr funktioniert. Jetzt ein neues Audio-Setup gegönnt, und zwar, ich kann es jetzt nicht filmen, weil es ist ja an der Kamera dran, den GoPro Media Mod, da ist also hier integriert so ein kleines Shotgun-Mic dran. Shotgun-Mic ist falsch, aber ein kleines Mikrofon mit Windschutz, und ich hoffe sehr, dass die Audioqualität jetzt wieder ein bisschen besser ist und ich euch damit wieder ein bisschen süßer die Ohren voll labern kann. Wir haben ja Mitte Mai ist gelogen, Anfang Mai, und wir haben das beschissenste Wetter, das man sich vorstellen kann. Es regnet von allen Seiten, es ist kühl, es ist nass, es ist... Aber wir haben Arbeit. Heute habe ich endlich mein Päckchen geholt, ein Rebuild-Kit von Riff Raff für die Fuel Bowl. Der Grund ist ganz einfach. Ich verliere neben Getriebeöl auch Dieselöl, und das Dieselöl läuft hinten am Motor runter, nachdem es oben irgendwo aus der Fuel Bowl, aus den Dichtungen da drin, sehr wahrscheinlich hinten am Water Drain Valve, also an dem Wasserablassventil, wo man auch die Fuel Bowl komplett mit drain, wenn man den Filter wechselt, dort läuft es sehr wahrscheinlich raus, läuft hinten durch den Motor, durchs Valley durch, also zwischen dem V von den Zylindern, und läuft hinten dann runter. Und Diesel, weiß man ja, ist ein bisschen öliger als Benzin. Das heißt, für den Außenstehenden ist das einfach noch ein zweiter Typ von Ölfleck, den ich hinterlasse. Und dem Ganzen wollen wir entgegenwirken. Und dafür bauen wir heute die Fuel Bowl aus, damit wir morgen im Laufe des Abends hier sämtliche, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, 14 oder 15 O-Ringe und Dichtungen und etc. pp. An dem Ding tauschen können und es wieder reinkommt. Und dann kann ich vielleicht auch ruhigen Gewissens zum TÜV fahren, weil ich habe nur noch ein Ölleck am Auto. Das Ganze, wie gesagt, kommt hier aus der Fuel Bowl. Das ist dieses Teil. Wir hatten es schon mal offen, auch im Ölwechselvideo. Da haben wir natürlich auch den Dieselfilter mit gewechselt, hatten das Gerät dafür weg. Und jetzt muss das ganze Gehäuse raus. Es sind, glaube ich, drei Leitungen, ein Stecker und zwei Haltebolzen, dann habe ich das Ding in der Hand und kann das schön und bequem hier irgendwo auf der Werkbank, wenn ich einen Platz finde, reinigen und komplett neu sealen. Ich hole mir jetzt erstmal eine Drainpan für den Diesel, dass ich das Ding leer laufen lassen kann, und dann ein bisschen Werkzeug, und dann sehen wir uns wieder. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da hinten drin im Valley, da ist es total nass und da ist alles voll mit Diesel. Und das ist unser Problem, das es jetzt zu lösen gilt. Ich mache jetzt erstmal hier den Powerstroke-Deckel weg, dann komme ich da besser hin. Und muss natürlich wie immer wieder hier in Balanceakten arbeiten, weil ich keinen Topside-Creeper habe. Bin halt ein armer Schwanz. Schauen wir mal, was denn da passt. Also nachdem mein Kasten jetzt im Moment in Benutzung war,
Bei nicht mir fehlt mir die Hälfte aller Nüsse gefühlt. Ne, 5 Stück, aber gerade die, die man immer braucht. Und mir fehlt meine Ratsche und meine Verlängerung, die kleine. Deswegen habe ich jetzt hier wieder was anderes. Nicht orthodoxes am Start, aber so ist es halt, ne? Wenn man Kram hier im Haus verleiht. Ich bin ja genauso, ich behalte auch immer alles von anderen. Zumindest, wenn es meine eigene Familie ist. So, das mal freigelegt. Hinten dran, ich hoffe, ihr erkennt es, ist, sieht man wahrscheinlich nicht, weil es zu dunkel ist, ein Drain Valve. Das ist das gelbe Ding hier. Nach hinten drehen. Und schon pieselt's. Jetzt warten wir, bis es leer ist. Dann drehen wir den Deckel schon mal auf, solange das Ding hier noch dran sitzt. Und dann, ja, können wir es abbauen. Ist hier eine Leitung, unten drunter noch eine, andere Seite noch eine. Und das war's. So, ich mache das einfach mit so einem Ölfilterschlüssel. Es gibt, glaube ich, auch extra Deckel mit einer Nussfassung in. Da kann man mit einer Nuss dran, wie bei Ölfiltern manchmal. Aber mit so einem Ölfilterschlüssel kann man da relativ wenig kaputt machen. Ist mal auf der sicheren Seite. Yes, baby. Sind nicht hart zu. Sind konische Dichtungen, soweit ich das weiß. Die dichten ja dann relativ gut selbst ab. Beziehungsweise, falsch, was ich euch ja erzähle. Ich habe ja in dem Sealant Kit hier die Seals dafür drin. Das sind solche Kunststoffringe, die sich dann da reinpressen. Also keine O-Ringe, sondern richtige Gummidichtungen. Und die dichten das ordentlich ab. Der erste ist weg. Bin mir nicht sicher, ich glaube, da ist gar keiner mehr drauf. Da hat irgendjemand schon mal das Rohr getauscht. Das hatte ich euch ja schon mal gezeigt, hier mit diesem super originalen Dichtungsstück. Und hier sollte eigentlich jetzt so eine Kunststoffdichtung sitzen. Da muss ich dann mal in Ruhe gucken, ob da was ist, weil das sieht mir jetzt fast nicht so danach aus. Das wäre natürlich scheiße. So, wo sind wir da noch? Da unten sind wir noch mal unterwegs. Was ist das? Ach, das ist hier HP. Da unten ist noch eine. Da muss ich von hinten ran. Da reicht das nicht. Das ist doch behindert. Da kommt mir richtig scheiße hin, hey. Ich bin schon am Schwitzen wieder wie Sau. Gut, dass ich Handschuhe angezogen habe. Aber dumm, dass ich jetzt die GoPro angefasst habe. Ich habe es hingekriegt. Und zwar mit einem kurzen Engländer im Vergleich zum langen Dreiviertelzopf. Hier unten drin, hinter dem ganzen Scheißen, das hier ist eine Hochdrucköl-Leitung für die Injektoren oder für die Injektoren. Die kann man nicht wegbiegen. Eine noch, dann nur noch den Stecker für die Dieselheizung, soweit ich weiß, oder? Für den Dieseldruck weiß ich gar nicht, was das ist. Ich glaube aber die Heizung. Und dann hier vorne die beiden Bolts, mit denen das Ganze hinten abgenommen werden kann. Könnte wieder 9/16 sein. Der sieht ganz schön sudig aus. Ich glaube, das ist mein Ziffer, so wie mir das scheint. Den erreiche ich eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Der ist echt ziemlich sudig. Ich hoffe mal, das ist er wirklich. Ich habe ein anderes Problem. Hey. Hey. Da hinten kommt jetzt noch einer. Ich hab's gewusst. Es sind doch nicht nur 3. Oh, ich Bilbo, ey. Mach ich das hier mal runter? Ich glaube, das wäre nicht blöd. Ja. Auch noch. Jetzt geht das hier nämlich ein bisschen aus dem Weg. Muss nicht ganz weg, aber da komme ich hier 100-mal besser dran. Ohne Scheiße. Ich sehe das kommen. Ich baue zum Wiedereinbauen, baue ich Klima aus. Baue den Turbosack hier aus. Es muss am Ende alles weg. Nur weil ich nicht diese Fittings gestartet kriege, ohne irgendwas kaputt zu drehen. Aber es macht auch mal wieder Spaß, sich ein bisschen dreckig zu machen, ein bisschen zu schrauben.
Das ist echt eine Azubi-Arbeit, wie es im Buch steht. So, hier hinten ist finally noch der Konnektor für den Heater und wir müssen noch den Ablaufschlauch vom Drain wegmachen. Ich habe jetzt hier neben drin soweit die beiden, sieht man ja ab, der ist ab, der unten ist ab und ja, jetzt mache ich hinten noch den Drain weg und dann gehe ich an die beiden Bolts hier vorne. Ich fange gar nicht erst an, da mit der Ratsche reinzugehen. Ich mache das aber direkt mit dem Schlüssel, weil da komme ich mit der Nuss eh scheiße rein und die Dinger sind nicht so ultra fest. Die muss man nur kurz anknacken. Heißt, kurz einmal verlängert, bis es knacken macht. Dann machen wir auch nichts kaputt. So fest, dass es geradezu unangenehm mit dem Finger zu drehen, das muss man sagen. So, da ist mir wohl kurz vor Ende der Akkumulator ausgegangen. Ne? Aber hier ist das gute Stück. Jetzt nochmal für euch zum Nachvollziehen. Das ist das Drain Valve. Man sieht hier schon, dass das mal geknickt wurde von einem Schlauchschellenanschluss. Das ist aber nicht so schlimm. Solange das Ding hier an sich noch dicht ist, komme ich damit klar. Oh, Diesel. Das ist der Fuel Heater. Das sind die zwei Ausgänge, die unten sitzen. Pressure Regulator. Und hier ist der Eingang. Ja, und wie gesagt, damit ist jetzt für mich heute Feierabend. Hier nochmal zum Nachschauen. So sieht's aus. Alles frei. Alles bestens und damit für heute genug. Bis morgen. Tag Nummer 2 beginnt. Wir sind an der Werkbank, dass wir schön sauber arbeiten können. Also sauber ist relativ, aber die Pappe ist auf jeden Fall besser als hinten auf der Pritsche. Jetzt müsstet ihr eigentlich ein bisschen was sehen. Ich habe mir hier noch so eine Messingdrahtbürste, eine kleine geholt. Mit der können wir das Ganze ein kleines bisschen sauber bürsten, dass wir keinen Dreck reinbekommen und die ist nicht so abrasiv, wie das eine Stahlbürste wäre. Also mit der würde ich jetzt nicht hier dran gehen. Das wäre mir ein bisschen zu heikel bei dem guten Stück. Neben dem Set habe ich einmal ausgedruckt, das ist aber glaube ich hier auch dabei, einmal die entsprechende Anleitung von Diesel O-Rings. Da kommt also dieses Kit auch her. Das sind 11 Seiten, da ist genau beschrieben, wie, was, wo getauscht wird. Und, das ist ganz cool, hier ein Blatt mit den O-Ring-Größen. Die sind original, das heißt, ich kann mir das hier hinlegen, kann meine O-Ringe aus dem Kit daran ausrichten, weiß also genau, welcher O-Ring was ist.
weil es gibt zwei, drei Stück, die von den Größen wohl übereinstimmen. Und da muss man ein bisschen aufpassen, ganz kleines bisschen, ja, dass man die nicht vertauscht, weil dann passen sie einfach nicht. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Innenleben. Das heißt, ich nehme hier erst einmal den Deckel ab, nehme den Dichtungsring ab, dass wir den wieder nutzen können. Den habe ich ja vor kurzem erst ersetzt beim Tauschen des Dieselfilters. Dann holen wir uns einmal den Dieselfilter raus. So, ja, der war mal weiß, ne? Also der ist auch schon wieder leicht braun, da sieht man mal, was das Ding alles treibt. Und wenn ich hier reingucke, dann ist der auch bitter nötig, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Aber da sind alle möglichen kleinen Schwebstoffe drin, also das machen wir auch einmal ordentlich sauber. Hat es auf jeden Fall auch nötig, sagen wir es mal so. Ist also nicht verkehrt, das Ding auch innen einmal mit Bremsenreiniger auszusprühen. Und ja, der Filter definitiv sein Geld wert. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Es sieht nach Dreck aus, es sieht nach Metallstaub aus. Wir beginnen, stellen uns das Ding so hin. Da läuft jetzt ein bisschen Diesel halt raus, können wir nicht verhindern. Was haben wir da? Tox 25. Den müsste ich eigentlich hier drin jetzt besitzen. Einwandfrei. Also das Ding einfach halten, dass es sich nicht verkanten kann, ne? Und dann die Schrauben am besten nur anlösen und dann gar nicht mehr mit der Ratsche weitermachen. Ich muss, glaube ich, gleich mal meinen Schraubenzieher von unten holen. Es wird ein bisschen einfacher sein. Ja, der hat Druck, das merkt man schon. Da ist auch ein kleines Teil drin, deswegen sollte man da aufpassen, dass das nicht wegspringt. Seht ihr das? Gleich mal gucken, wie es mit dem Kamerawinkel ist. So. Und auch aufpassen, die ganze Fuel Bowl ist aus Aluminium. Das heißt, wenn man da ein bisschen zu viel an den Schrauben reißt, dann hat man das Gewinde natürlich auch gleich mit den Schrauben rausgedreht. Und dieses Assembly kostet, ich glaube, schlappe 250 Euro. Ja, und ich sehe das auch schon. Sieht man hier an der Schraube, da war scheinbar schon mal jemand dran. Und von dem oberen Gewinde ist da schon gar nicht mehr viel da. Das heißt, ich hoffe jetzt guten Glaubens, dass das funktioniert, dass ich das da rausbekomme. Ohne größeren Schaden, muss ich ehrlich sagen. Hatte ich jetzt nicht gehofft, dass es so schlimm ist. Aber nachdem ich gestern diesen Schlauch wieder entdeckt habe, der da schon genutzt wurde, um hier oben das Drainback anzuschließen, da war mir schon wieder so einiges klar. Habe ich schon wieder gewusst, was los ist. Reingucken. Ah, okay, müssen wir nicht, weil es kommt direkt schon rausgeprümmelt. Da ist es. War es das gewesen? So, Nummer 2 ist hier unten der Fuel Bowl Heater. Der müsste auch 20er Torx, okay. Auch den haben wir hier im Proxon Set mit dabei. Wunderschön. Da ist keine Feder drin, da haben wir also nichts zu befürchten. Aber hier muss man aufpassen, da ist innen natürlich das Kabel dran vom Fuel Bowl Heater. Das müssen wir dann, nachdem wir es rausgeholt haben, direkt abstöppeln, dass wir uns da nichts kaputt reißen. Zwei Schrauben. So, wenn möglich, nehmt euch alte Deckel oder sonst irgendwas. Packt es da rein, dann geht euch nichts verloren. So, mal da dran ein bisschen wiggeln, kommt raus. So, sieht man sehr schön. Hier sitzt der Stecker drauf. Das ist hier innen quasi das Kabel zum Heater-Element. Ziehen wir ab. Alles noch am Stück. Hier oben ist ein O-Ring drauf, das ist der grüne. Hier sitzt noch ein roter drin. Ich habe gelesen bzw. gesehen, wenn da noch Rot und Grün drin sind, sind es noch die Originalen. Heißt, das wurde noch nie getauscht. Also die Chance, dass wir die Undichtigkeit damit beseitigen können, die ist relativ groß. So, werfe ich damit rein, dann habe ich später nochmal einen Vergleich. Fuel Drain, auch wieder 20er. Ist hier auch schon kaputt, ist hier eingedrückt. Weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit von der Schlauchschelle, die da dran geht. Aber solange
das ganze Gehäuse nicht gecrackt ist, ist das Teil noch gut. Können wir es also noch weiter nutzen. Von daher, der Schlauch ist ja eh nur für den Ablauf da. Wenn wir den nicht haben, läuft es halt hinten am Motor runter. Ist nicht ganz so schön, aber ist jetzt auch kein Weltuntergang. Da muss halt nur die Auffangwanne entsprechend groß sein. Hier müssten die O-Ringe jetzt gelb sein, soweit ich weiß. Da ist so PTFE-Dichtmasse oder ja, Überzug drauf. Müssen wir auf jeden Fall komplett entfernen. So. Gucken, ob ich noch eine Schüssel habe. Ich habe tatsächlich noch eine. Zack. Zack. So. Das Ding raus und weg. Ja, genau. So. Hier sieht man die gelben O-Ringe. Hier sieht man den Rest von der gelben Dichtung. Und hier sieht man auch, dass die unten nicht mehr so ganz aufliegen. Also auch ein bisschen undicht mit Sicherheit. Das einmal zur Seite. Das Ding müssen wir dann auch auseinandernehmen. Da ist dieses Assembly insgesamt ja noch drin. Da müssen wir also dann einmal ran und müssen das Ganze auch auseinandernehmen, dass wir in die Dichtung, die das Ganze zusammen abdichten, tauschen können. Jetzt ist die Frage, wir haben eigentlich sonst nur noch die beiden Testports. Da gucken wir dann gleich nochmal, wie wir am besten vorgehen. 3/16 Hex besitze ich tatsächlich, glaube ich, aber nicht. Jetzt können wir höchstens mal gucken, wie tight, oder der 30er ist doch, als hätte man nichts anderes gewollt, Alter. So, das sind die Testports. Ich glaube, der obere, der hier oben sitzt, ich weiß mal rum, der da, ist Pre-Filter und der hier unten ist After-Filter. Kann man also Sensoren eindrehen, wenn man sagt, ich möchte gerne Fuel Pressure Gauges im Cockpit sitzen haben oder dergleichen. Dafür sind die also da und der obere ist bombenfest. Da ist jetzt die große Frage, ob denn da überhaupt noch, ja, geht noch was, aber muy festo. Ich hoffe, dass der jetzt nicht eingeklebt, weil der war einfach nur sehr, 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 sehr fest. Habe ich immer ein bisschen Angst, man weiß ja nie, was die Leute vorher gemacht haben. Auch da O-Ring wieder drauf, den setze ich mal hier mit dabei. Es müssten eigentlich zweimal die gleichen Ports sein, von daher kein Problem, wenn wir die nicht auseinanderhalten können. Perfekt. So, jetzt kommt noch das Heater-Element komplett. Hat hier unten auch zwei Torx-Schrauben drin. Was haben wir da? Das dürfte auch ein 20er sein, schätze ich. Verlängerung holen. Na. Probieren wir es mal mit dem 20. Das sieht eigentlich, ja, der passt. Nummer 2 aufdrehen. Auch da eine Feder drunter, glaube ich. Das heißt, auch da passen wir ein bisschen auf, dass uns nichts auseinander springt. Wobei ich weiß nicht, wie stark die ist, ob wir da was zu befürchten haben wirklich. Aber sicher ist sicher. Anschluss durch. Er hat auch schon bessere Zeiten gesehen, muss man sagen. Aber gibt Schlimmeres. So, lege ich auch einfach mal so hier hinten mit dazu. Da ist sonst nichts, was wir verlieren können. Dann haben wir die Fuel Bowl eigentlich. Ja, das geht aber gut weg. Hier sieht man das Gelbe. Ich gehe mit der Messingbürste kurz drüber und dann löst sich das sofort ab. Ja, hier sieht man ja, ist alles richtig versudet. Haben wir hier noch Brake Clean? Da ist noch Brake Clean, das ist gut. Ups. So, ich putze mal noch einen Moment weiter, da muss ich euch ja jetzt hier nicht mit aufhalten. Das interessiert euch wahrscheinlich herzlich wenig. Ich komme gleich nochmal zu euch zurück, wenn wir an den Austausch der Dichtung gehen. So, ich habe mir das hier alles mal vorbereitet. Hier sehen wir das Size-Chart, das ist wirklich sehr gut gemacht. Also wir haben hier wunderbar die Größen, man kann das hier genau drauflegen, sieht dann genau, was es ist. Das ist in der Tat
dasselbe, was ich geschickt bekommen habe. Also da ist jetzt auch farblich nichts anders. Das wäre das Einzige gewesen, dass man hier die beiden noch erkennt. Aber das ist okay. Ja, liegen alle parat. Es sind alle da. Es passt auch alles. Und ja, jetzt muss ich lediglich beginnen, muss den Kram hier auseinandernehmen, was noch auseinanderzunehmen ist. Ich werde jetzt erstmal die Obvious Parts machen. Das heißt, ich setze mal zwei neue Dichtungen auf die Testports drauf. Und ja, dann gucke ich mal, dass ich hier das Drain Valve fertig mache und auch den Check Valve Assembly, so heißt es, genau. Darum kümmere ich mich jetzt. Also ich mache den ganzen Stuff hier jetzt erstmal soweit fertig, den ich hier an den Einzelteilen machen muss. Zum Schluss kommen dann die neuen Dichtungen noch für den Fuel Heater rein. Die werden ins Gehäuse eingesetzt. Ja, und dann, wenn das fertig ist, bleiben mir noch diese vier Stück. Das sind die neuen für die Leitung. Und alle bis auf die hier, ich glaube die Fuel Return Line, die brauche ich auch. Und da ist bei mir, habt ihr gesehen, schon was anderes dran gebaut. Da ist eine Messingdichtung dran, da braucht man natürlich keinen Gummi mehr. So ist es. Ne? Jetzt mache ich mich hier kurz nochmal mit der Anleitung schlau, wie ich die Teile auseinandernehme, ohne was kaputt zu machen. Und dann geht das los.